Nur wenige haben die neue Stadt bisher mit eigenen Augen gesehen. Sie ist noch mitten im Bau. Im Zentrum der neue Präsidentenpalast. Ein riesiger Adler, der seine Flügel aufspannt. Die neue Hauptstadt ist sein Projekt. Präsident Joko Widodo versucht mit einer PR-Tour Zuversicht zu verbreiten. Denn es läuft nicht rund. Es gibt Verzögerungen beim Bau. Die Leiter des Projekts sind gerade zurückgetreten. Es fehlen internationale Investoren. Ich bin hier, um den Geist des Projekts zu stärken. Dies ist eine große Aufgabe für 10, 15 oder 20 Jahre. Nichts für 1, 2 oder 3 Jahre. Sie lebt unmittelbar neben der Baustelle. Täglich reinigt sie ihre Terrasse von Baustaub. Seit Monaten habe sie Husten und Atemprobleme. Die Situation ist sehr beunruhigend. Wir sind Einheimische. Wir werden bestimmt vertrieben werden. Gleichzeitig bringt die neue Hauptstadt Leben in die unterentwickelte Region, schafft neue Jobs. Ihr Sohn etwa arbeitet als Sicherheitsmann auf der Baustelle. Er ist extra von der Hauptinsel Java nach Nusantara gezogen, um hier am Rand der neuen Schnellstraße einen Laden aufzumachen. Wir haben große Hoffnungen. Bis die Stadt fertig ist, dauert es noch. Aber ich bin hier, um Geschäfte zu machen. Später hoffentlich auch direkt in der neuen Hauptstadt. Seine Kunden, Regierungsbeamte und Bauarbeiter. Der Neubau ist eine gute Idee. Jakarta quillt über. Indonesiens wirtschaftliche Entwicklung muss sich übers Land verteilen. Die neue Hauptstadt entsteht mitten im Dschungel auf der Insel Borneo. Hermann fährt hier täglich Touristen durch die Mangrovenwälder. Manchmal sieht er ein Krokodil vorbeiziehen. Die Wälder sind auch zu Hause für Orang-Utans, Gibbons und Nasenaffen. Darum muss die Regierung unbedingt ihr Versprechen halten und die Umwelt schützen. Die Mangrovenwälder sind so wichtig. Sie müssen auf sie aufpassen. Die Regierung betont immer wieder, dass sie für den Neubau nur Nutzwälder abholzt, keinen ursprünglichen Regenwald. Nusantara soll grün bleiben, eine futuristische, moderne Großstadt werden, CO2-neutral, mit kurzen Wegen, vielen öffentlichen Verkehrsmitteln und fliegenden Taxis. Im Jahr 2045 soll die neue Hauptstadt fertig sein. Dann werden hier, so hofft die Regierung, knapp 2 Millionen Menschen leben. Kritiker bezweifeln, dass dies die Metropolregion Jakarta mit ihren mehr als 30 Millionen Bewohnern wirklich entlasten wird.